Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Beim letzten Mal sind wir Erzmagier geworden und haben uns direkt mal bei der Mördergilde eingeschrieben. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Mit einem CV-Interpretation geht's raus aus dem Versteck der Moraktong. Oben auf dem Chlalu-Platz, also in der Elfen... Im Chlalu-Bezirk gibt es ja die Taverne Elfen-Nation. Und dort ist eine unglückliche Seele, die leider die Moraktong nicht so mögen. Beziehungsweise die Moraktong werden ja angeworben. Da scheint diese Person einige Feinde zu haben. Ist das Redo? Dann müsste das da drüben nach Lalu sein. Richtig. Jawohl. Einmal rumlaufen. Oh, da sind wir beim Chlalu-Platz. Musste mir nur gerade mal meinen Wecker holen, um die Zeit im Blick haben zu können. So, Elfenation ist das hier, ne? Ja, nur noch. Mir fehlt es an Geduld für eure Fragerei. Das ist ja schön für dich. Ferurin Oran. Okay, hast du mich. Wie darf ich euch helfen? Mir fehlt es an Geduld für eure Fragerei. Sprecht. Jetzt werdet ihr sterben! Gut, jetzt lasst euch nicht irritieren. Das ist normal. Jetzt müssen wir eine Wache finden. Eine Wache. Da. Und jetzt können wir ihr den Erlass zeigen. Und dann ist das alles in Ordnung. Wie gesagt, die Moraktong ist eine legale Mördergilde. Wie kann ich euch helfen? Also die wird wirklich von Edelmännern angeheuert, um Leute umzubringen. Nicht so wie die Dunkle Bruderschaft. Die ist wirklich auch nicht gewollt. Und da gibt es auch keinen Erlass und nichts. Die ist wirklich illegal. Aber hier die Moraktong ist sogar gewollt. Das ist eine kaiserliche Mördergilde. Ihr dürft sprechen. Seid ihr gekommen, um eurem Volk zu melden? Wenn ja, so könnt ihr vielleicht der Moraktong beitreten. Ferurin Oran ist tot? Na dann, willkommen bei der Moraktong-Kandidatur-Pie. Jeder Meister der Moraktong kann euch sagen, welche Erlasse zu verstecken anstehen und ob ihr ein Kandidat für eine Beförderung seid. Wenn ihr eure Eignung bewiesen habt, werde ich besondere Aufgaben für euch haben. Erlasse. Ich habe zwei Erlasse. Einen für Udaisha Yassalam und den anderen für Touristarin. Für den Aschländer ist von einem Fürsten von Haus Tevani ein Erlass zur Hinrichtung ausgestellt worden. Es ist natürlich dann ihn aufzuspüren, nimmt ein Boot von Zadrimora nach Tel Arun. Schon bis ihr die Küste erreicht. Oder ich hat sein Zelt direkt an der Küste fast am Ende einer kleineren Halbe. Oh nee. Ist ein Haus Saren auf dem Platz der Ritualen, um hier einen Weg zu finden. Okay. Gut, dann wollen wir erstmal gucken, dass wir uns von dem in Redoran hier entledigen. Ist auch schon Redoran sein, oder? Da ist auch schon Redoran. Ja, und so wie es aussieht, dauert das Let's Play wirklich nicht mehr lang. Und ich muss mir echt nochmal überlegen, was ich am Ende mit euch mache. Letzte Episode muss irgendwas Besonderes sein. Irgendwas, also wenn jemand Vorschläge hat, dann darf er die gerne schreiben. In die Kommentare, was da jetzt Besonderes passieren soll, Was denn jetzt schon wieder? Naja. Wenn euch nichts einfällt, muss ich mir halt was überlegen. Wäre halt cool, wenn ihr auch dazu beitragen würdet. Jo, der hat noch nicht mal gemerkt, dass wir wen umgebracht haben. Ist gut. Tolle was Wachen. Was will haben das hier. Niedere Wesen von. Die Redoran haben echt tolle Wachen angeheuert hier. So, da wir so einen Hochgrad Waldkampf ziehen, ist das. Runterspringen hier nichts ab, so gut wie. Nee, Moment, ich will ja da drüben hin. Das ist echt schon ziemlich cool, dass wir hier so permanent so schnell sind. Habe ich ja im letzten Livestream gemerkt, als wir mit Erna der Orkin gespielt haben. Wer es nicht gesehen hat, einfach mal auf Twitch einfach mal gucken. Alle Livestreams sind aufgezeichnet. Da merkt man echt so krass, dass man halt so echt so langsam ist. Also ich meine.
Wenn wir in Oblivion so schnell wären wie hier in Morrowind, dann... Das wäre cool. Hier ist es einfach so gewöhnlich. So, ich muss auf jeden Fall nach Sadrid Mora und danach Tel Arun. Ihr seid auf der Suche nach Wissen. Reisen. Pranora. Ich kann mir etwas Zeit für euch nehmen. Und dann reisen wir nach Sadrid Mora. Und last but not least geht es auf nach verdammt wo war denn jetzt nochmal Tel Arun war? Oh! Wo zur Hölle war jetzt Tel Arun? Ihr seid ach, auf der hinter Suche uns. Das hinten, da müsste der Turm Tel Arun sein. Nee. Das ist der Turm Tel Arun. Ach so, das wäre ziemlich easy. Der Oberclip noch bleibt weg. Nee, da ist ja noch an. Da ist noch so ein Drecksbiest. Gleich entdeckt uns und dann geht's wieder. Dann müsste ich die armen Viecher wieder töten. Was heißt denn? Sie sind selber schuld. Ah, nerv nicht. Ah. Auch wenn sie echt schwach sind, es sind so die nervigsten Viecher, die ich kenne. So. Jetzt sind wir in Tel Arun. Und von Tel Arun soll ich jetzt was machen? Südwesten. Okay. Ja, dann ja. Da wahrscheinlich. Ach, da. Auf, na, von der Halbinsel wäre die redet. Das wäre dann da. Der Map. Und dann muss da irgendwo so ein Zelt stehen. Ja, gut. Zelt sollte zu finden sein. Aber ist auch schon wieder so eine tolle, vage Ortsang. Ja, aber das ist echt. Nicht so schön. Im Morrowind, dass die Ortsangaben so doof sind. Denn Oblivion würde ich jetzt. Hier an der Küste den Questmarker hinkriegen. Wüsste ich sofort, okay, da muss ich hin. Und dann wäre das Ganze erledigt. Ist in Skyrim ja zum Glück auch so. Aber andererseits hat man hier wenigstens noch so richtig was geleistet, wenn man das gefunden hat. Und Oblivion ist ja echt nur hinlaufen. Bitte wie in Skyrim. Ja, ist ja gut. Jetzt nerv nicht. Und ist das das Zelt? Das wäre cool. Das müsste eigentlich sein. Es gibt nicht so viele Zelte. Niemand versteckt sich vor dem Orakel. Abschaum! Zack. Zack. Okay, vielleicht müssen wir erst die Leiche looten. Ich möchte das Spiel, dass wir die Leiche looten. Okay, die Leiche hat nichts. Und schon geht's. Muzera. Jo, der ist tot. 500 Draken. Der ist auch tot, gibt's auch nochmal 500 Draken. Ohne Beförderung. Ihr seid nun blinder Knecht. Okay, erlass. Ich habe einen Last für den da. Wo ist der? Oh, nee. Okay. Vanni-Platz in Vivek, okay. Ich werde euch zuhören, aber fast euch. Arena. Wir wollen da drüben nach Vivek Telvanni.
Und eine Doppeltötung. Bodo in einem Erlass. Naja. Ich heiße euch herzlich. Ja, Glitches, Bugs, Glitches. Das ist ja echt super. Das ist mir noch nie passiert, dass ich aufgrund eines NPCs, hier geht's in den Platz, einfach so durch die Map gefallen bin. Generell sind mir diese Glitches, in-game, also jetzt mit euch in der Aufnahme nur passiert. So, wie heißen die beiden? Notunterkünfte, Ethal und Idroso, Notunterkünfte, ja, finden wir schon. Idroso, wenn du was, Anna, ne? Dies Zack. Wird euer Ende sein, Svit! Ich interessiere mich nicht. Nun gut. Jetzt müssen wir wieder nach Tel Arun. Oh, komm schon. Ich muss nur irgendwo hochkommen. Okay. Tel Arun, Tel Arun, Tel Arun, Tel Arun. Komm, Nereva, lauf schneller. Der Segnungen 3 wünsche ich euch, Sera. Terranora. Oh Gott, hat ich schwitze wieder wie Hölle. Es ist viel zu warm. Naja, daran lässt sich leider nichts ändern. Aber... Jetzt soll ich nach Solstheim, da ist es kalt. Aber andererseits, was will ich da? Die Richtung. Naja, wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt für die letzte Episode, dann mal sagen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich vielleicht eine kleine Rundreise nochmal machen mit euch. Nichts Großes. Ich hätte mir erst überlegt, dann wirklich was richtig Großes zu machen. Quasi, dass wir alle wichtigen Orte nochmal besuchen. Würde aber bedeuten, dass ich mich wirklich nochmal komplett mir alle wichtigen Orte raussuchen müsste und da hab ich nicht wirklich den Nerv drauf, leider. Also würde das bedeuten, sollte euch noch was Cooles einfallen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gibt es wahrscheinlich so eine kleine Rundreise quasi. Wir besuchen nochmal alle Städte und so weiter. Vielleicht noch ein paar wichtige NPCs. Und ja, beenden dann das Let's Play. Nordwesten. Okay, erstmal Nordwesten von dem Erebanilsum-Lager, das wäre ja irgendwo da. Da ist die Hütte, wo ich sie umgebracht habe. Eure Wunden sind zahlreich. Jetzt nördlich davon, okay. So, das ist eine tolle Ortsangabe. Mal schauen, wo ich das finde. Ich hoffe, das ist hier gleich irgendwo. Ansonsten muss ich wieder die ganze Gegend ablaufen. Ist das? Nein, das ist das falsche Zahn.
Zinnabel. Scheinbar die drin zu sein. Nö, keine Lust drauf. Ach ja, hier ist ja unsere Festung. Habe ich ganz vergessen. Unsere Festung, das klingt cool. Oh, das stimmt ja, es ist unsere Festung. Komm hier drauf. Ja. Bist du das? Das wäre auch gut, wenn du das wärst. Oh, Mann. Nein, es ist auch schon zu weit weg. Ohne goldene Heilige. Hier, du hast mal einen Schlag ausgehalten. Starkes Monster. Das ist eine Mine, ne? Wäre mir auch zu einfach gewesen. Jetzt hier irgendwas auf der Map. Da ist doch diese Grube, von der die Rede war, ne? Versuch's mal mit einem Levitationszauber. Geht beide drauf. Korrektur geht alle drauf. Hier war jetzt diese Höhle. Da ist unser Zuhause. Ja, gut. Ja, dann. Wenn diese Grube nicht gemeint war. Kann ich mal gerade gucken, wo geht es denn? Hier längs. Ist es das? Ja, sehr schön. Aber das liegt nicht nördlich, sondern irgendwie westlich davon, oder? Oder? Ja, was ist das? Ihr werdet sterben! Jetzt habe ich euch... Ihr Enwa! Gut, das war's auch mit den beiden lassen. 500 für den. Und wirklich 1000 für den. Coole Sache. Wir sind nun Knecht. Ein weiterer Erlasser hätte ich gerne. Es gibt zwei noch Ausstehender, das ist einer für Guardiere Terran und der andere für Galasa Uvain. Gut, ich würde sagen, die beiden Erlassen machen wir noch. Na super, da ist gerade was runter nach Regal. Mach ich gleich. Goldblume in Vivek in der Brunnensektion der Brunnen in Redoran zu finden sein. Okay, finde ich. Im Chlalu-Schatz, oh, sehr schön. Chlalu und Redoran, okay, da. Möge ich mich eurer Gesellschaft. Das kriegen wir doch hin. Dann wollen wir doch erstmal gucken, ob wir es mal wieder buggen hier in Vivek. Ich sprech's aus und bugge mich. Besser kann's wirklich nicht kommen. Mein Gott, ey. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Fraps scheint Bugs zu provozieren. So, auf die Vivek Redoran Budensektion. Ich glaube, da war ich noch nicht drin. Kann das sein? Würde mich wundern. Da ist ein Händler. Da ist ein Schmied. Und dann ist hier ein Kundschafter, richtig? Nein, nicht ist die Goldblume. Ich muss mal überlegen, wen soll ich nochmal der Goldblume töten? Guri Reteran. Bist du das? Was wünscht ihr denn? Was wünscht ihr denn? Ihr Enwa!
Und meine Dauerhandschuhe der normalen Auenfaust nehme ich gern mit. Ein besessenes Tarnteuer ist immerhin was wert, ne? Können wir auch mal mitnehmen. Sei mal nicht so unhöflich, du einer Typ da. Und hier müssen wir ins Klalu-Schatzhaus. Wie müssen wir hier töten? Galassa Uvain. Wünscht ihr etwas? Galassa, wo bist du denn? Nein, hallo, ich Galassa. Glaube nicht. Kein Entkommen. Das war's dann mit der Juden, Galassa. Möge ich mich eurer Gesellschaft als würdig erweisen. Galassa. Oh, die bringen jetzt schon 1000 Pferde um. Weißer Knecht, Glas. Ja, für den Marvon. Vielleicht im Tevani-Turm auf dem Platz Tevani-Turm. Okay. Er hält sich in Scharau. Okay. Gut, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, die beiden Exekutionen. Ihr seht, also Mörder geht das auch ziemlich einfach. Ihr kriegt ein Ziel, geht hin, tötet es, kommt zurück und kassiert ab. Später gibt es noch ein paar Spezialaufgaben. Ich weiß nicht mehr genau, wie die waren. Werden wir, denke ich, bald sehen. Ich denke nicht, dass es zu viele Erlasse werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss.